The much debated Zorro. No. The legendary Zorro. Antonio Banderas ist ein spanischer Schauspieler, der ganz locker Hollywood erobert hat. Er ist Produzent, Regisseur, Sänger und Geschäftsmann. Dieser charismatische und großartige Mensch hat eine Menge von Bewunderern auf der ganzen Welt. Mick Show präsentiert. Antonio Banderas, was ist aus Hollywoods Macho geworden? Sein vollständiger Name lautet José Antonio Domínguez Bandera. Er wurde am 10. August 1960 in Malaga im Süden Spaniens geboren. Sein Vater, José Domínguez Prieto, war Offizier der spanischen Civil Guard. Und seine Mutter, Ana Bandera Gallego, arbeitete als Lehrerin. Der Schauspieler hat auch einen jüngeren Bruder, Francisco Javier. Besonderes Interesse am Lernen hat der junge Antonio nicht gezeigt. Er spielte gern Fußball und wollte ein Profi werden. Wegen eines Beinbruchs musste er seinen Traum jedoch aufgeben. Im Alter von 14 Jahren besuchte Antonio und seine Freunde eine Theateraufführung Hair. Die Geschichte der Liebenden, die während des Vietnamkriegs und der Hippie-Bewegung spielt, berührte Antonio sehr. Er beschloss, sich selbst am Theater zu versuchen. Antonio begann zu studieren und wurde Mitglied von einer Theater-AG. Es ist bemerkenswert, dass der Schauspieler zunächst das Pseudonym Antonio Abascal verwendete. Dann nahm er den Namen seiner Mutter und fügte ihm den Buchstaben S hinzu. Antonio zeigte einen großen Eifer, aber nur wenige Menschen nahmen seine Leidenschaft ernst. Als der zukünftige Schauspieler 16 Jahre alt war, besuchte er die Schule für dramatische Kunst in Malaga und schloss sich einer der Theatergruppen der Stadt an. Nach seinem Abschluss ging Antonio nach Madrid, um sich als Schauspieler weiterzuentwickeln. Dort arbeitete er als Kellner, Verleger und sogar als Model, bis er in das Nationaltheater aufgenommen wurde. Zur gleichen Zeit beteiligte sich Antonio an der kulturellen Bewegung La Movida Madrilena, was bedeutet Madrider Bewegung, und nahm experimentellen Aufführungen und Performances teil. Einer der brillantesten Vertreter dieser Bewegung wurde auf ihn aufmerksam gemacht, Pedro Almodóvar. Er lud ihn in seinem Film Labyrinth of Passion teilzunehmen. Der junge Schauspieler bekam die Rolle eines radikalen Islamisten, der in einen homosexuellen muslimischen Prinzen verliebt ist. Übrigens betrug die erste Gage von Antonio etwa 100.000 Pesetten. Die Zusammenarbeit mit dem Regisseur gab den Anstoß für die Entwicklung seiner Karriere. Er begann aktiv in einer großen Anzahl von spanischen Filmen zu spielen. Einen weiteren Karriereschub erhielt Banderas 1985 in Almodóvar's Matador. Er spielte einen jungen Mann vom Lande, der die Verantwortung für die von seinem Mentor begangenen Morde übernimmt. Der Regisseur selbst hält dieses Bild nicht für besonders erfolgreich. Er war mehr begeistert von der Arbeit des Films Low Desire, in dem Banderas eine der Hauptrollen spielte. Die Zusammenarbeit zwischen dem Schauspieler und dem Regisseur setzte sich auch am Set des Films Women on the Verge of a Nervous Breakdown fort. Antonio spielte auch in Filmen von anderen Regisseuren mit. Während dieser Zeit wurden viele andere Filme mit seiner Beteiligung veröffentlicht. Der charmante junge Schauspieler hatte viele Aufmerksamkeit von Frauen. Im Jahr 1987 heiratete er die spanische Schauspielerin Ana Lessa, die er in einem Restaurant in der Nähe des Theaters kennenlernte. Banderas verliebte sich und bald war das Paar verheiratet. Der Trauzeuge bei der Hochzeit war übrigens Pedro Almodóvar. Schon bald gab Ana ihre Karriere auf und widmete sich ihrem Mann, der ein Weltstar werden wollte. Sie suchte die Garderobe aus, erstellte Terminplan und achtete auf seine Ernährung. Leider hörte die Beziehung zwischen Antonio und Pedro Almodóvar für 19 Jahre lang auf. Der Grund dafür war die Weigerung des Schauspielers, an den Dreharbeiten für Kika teilzunehmen. Und Banderas nahm zu dieser Zeit Hollywood im Visier. Sein erster amerikanischer Film war das Musikdrama The Mambo Kings, in dem er eine der Hauptrollen spielte. Für dieses Bild arbeitete der Schauspieler sehr lange an seiner Aussprache mit einem Englischlehrer. 6 Monate verbrachte er am Set in Amerika und verliebte sich in dieses Land. Der ganze Erfolg von Banderas ist in seinem Heimatland geblieben. Antonio musste wieder das Publikum erobern. Und obwohl der Film King's Mambo die Erwartungen der Produzenten nicht ganz erfüllte, wird der spanische Macho doch noch wahrgenommen. 1993 tritt Antonio in dem Melodrama The House of Spirits auf und in dem Drama Philadelphia mit Tom Hanks und Denzel Washington auf. What's the matter with you tonight? Close the logbook. You just... Eh?
Dieser Film wurde von Kritikern und Publikum hochgelobt und war für Banderas eine glückliche Eintrittskarte nach Hollywood. 1994 spielte Banderas die Hauptrolle of Love and Shadows und eine Nebenrolle von Vampire Ehrman im Film Interview with the Vampire. You know how few vampires have the stamina for immortality. Das Jahr 1995 war für den Schauspieler sehr produktiv. Auf den Bildschirmen erschienen ein und nach dem anderen Bilder mit seiner Beteiligung. An der Seite von Sylvester Stallone spielt er in dem Krimi Assassins, tritt in der Komödie Four Rooms auf, spielt die Hauptrolle in dem Melodrama Miami Rhapsody und in dem Thriller Never Talk to Strangers. Besonders interessant für Kritiker und das Publikum war der Film Desperado. I'm looking for a man who calls himself Butcho. But you had to do it the hard way. Die Rolle wurde als eine von Banderas besten Arbeiten in den 90er Jahren gefeiert. Und der Kuss zwischen Banderas und seiner Partnerin Selma Hayek wurde für den MTV Award für den besten Kuss nominiert. Übrigens kam die gesamte Filmcrew zu der Bettszene zwischen den Hauptdarstellern, aber am Ende blieben nur der Regisseur und der Drehbuchautor. Es ist bemerkenswert, dass Banderas am Set des Films auch als Musiker auftrat. Der Schauspieler spielt selbst Gitarre in allen Szenen, in denen dies von seiner Figur verlangt wurde. Aber in einem anderen Bild, die Komödie Too Much, begeisterte nicht nur die Kritiker, sondern wurde etwas Besonderes für den Schauspieler. Da lernte er Melanie Griffith kennen. Sie beide hatten eine offizielle Beziehung. Melanie war mit Don Johnson verheiratet und Anthony war immer noch mit Anna verheiratet, obwohl sich ihre Beziehung in letzter Zeit etwas abgekühlt hatte. Er wirkte aktiv in den USA und seine Frau zog es vor, in Spanien zu leben. Nach den gemeinsamen Dreharbeiten trafen sich die Schauspieler gelegentlich und Banderas merkte, dass er sich verliebt hatte. Er schien mit Melanie zusammen in der Öffentlichkeit. Als Anna davon erfuhr, flog sie in die USA und dann wischte Anthony und Melanie zusammen. Die Beziehung wurde zerbrochen, das Scheidungsverfahren wurde eingeleitet und Anna wollte sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Als Anthony und Melanie jedoch in die Heimatstadt des Schauspielers ankamen, wurden sie nicht nur von der Ex-Frau und den Eltern unfreundlich empfangen, sondern auch von den lokalen Medien. Sie ließen Melanie wie eine Ehezerstörerin aussehen. So oder so, aber am 14. Mai 1996 in London heiratete Anthony Melanie. Und später im September desselben Jahres wurde ihre Tochter Stella Delacombe Banderas Griffith geboren. Übrigens gelang es Antonio, sich mit Griffiths Tochter aus ihrer früheren Ehe, der Carter Johnson, gut zu verstehen. Das Paar Antonio und Melanie galt lange Zeit als vorbildlich. Ihrem Mann zuliebe hat die Schauspielerin die Alkohol- und Drogensucht überwunden. Und Antonio unterstützte seine Frau und versuchte sie von Schönheitsoperationen abzureden und verhielt sich wie ein vorbildlicher Vater. Übrigens sagt man, dass sich der Schauspieler schon 6 Jahre vor ihrem Treffen in sie verliebt hatte, als er sie in dem Film Something Wild auf der Leinwand gesehen hatte. 1996 kam das Musical Evita auf die Leinwand, in dem Banderas zusammen mit Madonna spielte. Die männliche Hauptrolle in dem Film brachte Antonio eine Nominierung für den Golden Globe und 4 Millionen Dollar. Übrigens, wie die Sängerin selbst zugab, war sie schon lange sehr an Antonio interessiert. Einmal lud Madonna ihn zur Premiere des Films mit ihrer Beteiligung an, aber er kam mit seiner Frau. 1998 erschien der Film The Mask of Zorro, der hohe Bewertungen von Kritikern und dem Publikum erhielt. Für die Rolle des Alejandro trainierte Antonio innerhalb von 4 Monaten in der spanischen Olympia-Fechtenmannschaft. Laut dem Trainer wurde er zu einem erfahrenen Fechter. Für diese Rolle gewann der Schauspieler den Publikumspreis der Europäischen Filmakademie und wurde für einen Golden Globe nominiert. Antonio Banderas ist ein Star erstes Grades geworden. Er spielte viel und versuchte sich auch als Regisseur. Im Jahr 1999 erschien sein eigener Film Crazy in Alabama, in dem die Hauptrolle von seiner Frau Melanie Griffith gespielt wurde. Das Bild hatte nicht so großen Erfolg, wurde aber ein wichtiger Meilenstein des Schauspielers. Im selben Jahr kam der Abenteuerfilm The Turn Thief Warrior in die Kinos, in dem Antonio die Hauptrolle spielte. You could have killed him at will. Yes. Why the deception? Deception is the point. Any fool can calculate string. Im selben Jahr zusammen mit Woody Harrelson spielte er in der Sportdrama Play It to the Bone und erschien auch in der Komödie The White River Kid. Seine Beliebtheit wuchs, ebenso wie seine Gagen. So erhielt Banderas für seine Rolle in dem Film The Body im Jahr 2000 12 Millionen Dollar.
Im folgenden Jahr wurde Antonio zum Partner von Angelina Jolie bei den Dreharbeiten zur Original Sin. Liar! Thief! Yes! Yes! Don't you see? Yes! Don't you see? Don't you see? I cannot breathe without you! Der sinnliche Film bestätigte die Titel des Sexsymbols von den Schauspielern und Jolie musste sogar Gerüchte über die Romanze mit dem spanischen Macho widerlegen. Ebenfalls 2001 nahm Banderas eine Einladung von Robert Rodriguez an, in der Abenteuerkomödie Spy Kids mitzuspielen. Später folgten zwei weitere Teile dieses Films. 2002 arbeitete Antonio wieder mit Salma Hayek bei den Dreharbeiten zu Frida und spielte die männliche Hauptrolle in dem französisch-schweizerischen Film Femme Fatale. Keine gute Erfahrung für ihn das Bild des gleichen Jahres Ballistic X Server. Dieses Bild hat niedrige Bewertungen erhalten. 2003 erschienen mehrere Filme mit dem spanischen Macho. Ende Sommer gab es die Premiere der Fortsetzung der Geschichte Once Upon a Time in Mexico und im Herbst kam das Drama Imagining Argentina. Im Fernsehen spielte Banderas die Rolle des Revolutionärs Pancho Villa in dem HBO-Film mit demselben Namen. Für diese Rolle erhielt er übrigens eine Nominierung für Emmy und einen Golden Globe. 2004 vertonte Antonio Banderas die Rolle des Katers in dem Animationsfilm Shrek 3. Der charmante und herzhörnige gestiefelte Kater wurde beim Publikum beliebt und wurde zu einem festen Bestandteil der nachfolgenden Shrek-Filme. Nebenbei bemerkt, ritzt der gestiefelte Kater den Buchstaben P mit seinem Schwert in drei Zügen auf einen Baum. Das ist eine Anspielung auf Zorro. Übrigens spielte Antonio ein Jahr nach diesem Zeichentrickfilm als Zorro in The Legend of Zorro wieder. Look, I know what you're thinking, but Elena, Elena, listen, listen. No, here is me, here is Quirin, we're this far apart. Interessanterweise ist der attraktive spanische Macho nicht nur ein großer Schauspieler, sondern auch ein Musiker. Er singt in den Filmen, wenn es gebraucht wird. So wurde das Lied aus dem Film Desperado ein beliebter Hit. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Im Jahr 2005 erhielt er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Auf den Aufschwung folgte jedoch unweigerlich ein Abstieg. Antonio Banderas spielte in den folgenden Jahren immer seltener in A-Movies und verlangsamte das Tempo seiner Auftritte auf der Leinwand etwas. 2006 spielte er die Hauptrolle im Drama Take the Lead. Später spielte er an der Seite von Jennifer Lopez in dem Krimi Border Town. Und dann auch an der Komödie My Mom's New Boyfriend teil. Im Jahr 2008 spielte Banderas die Rolle von Ralph in dem Dramafilm The Other Man und trat mit Morgan Freeman in dem Krimi Thick as Thieves auf. Don't even think about it. Think about what? Going anywhere near her. I'll rip your heart out, I mean it. It looks like it's your heart she's not so fond of. 2009 wurde der Schauspieler wegen eines gutartigen Tumors am Rücken operiert und im folgenden Jahr spielte er in mehreren anderen Filmen mit. 2011 erschien ein abenteuerlicher Animationsfilm über den gestiefelten Kater, der von dem legendären Macho vertont wurde, und ein Abenteuerdrama Black Gold. Im selben Jahr feierte auch der Film The Skin I Live In Premiere, eine Wiedervereinigung der legendären kreativen Vereinigung von Antonio Banderas und Pedro Almodóvar. Der Psychothriller war ein Meisterwerk, das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. 2012 spielte der Schauspieler in dem Actionfilm Haywire und der Science-Fiction-Komödie Ruby Sparks. 2013 ist Banderas erneut als Synchronsprecher tätig, diesmal in dem Animationsfilm Justin and the Knights of Valor. Außerdem arbeitete wieder mit Rodriguez bei dem Film Machete Kills und mit Almodóvar in der Komödie I'm So Excited. 2014 wurde bekannt, dass die Ehefrau des Schauspielers Melanie Griffith die Scheidung eingereicht hatte. Als Grund nannte sie die Untreue ihres Mannes mit der Schauspielerin Natalie Byrne, mit der er am Set von Expendables 3 zusammenarbeitete. Aber wie das Mädchen zugab, gab es keinen Grund für solche Behauptungen, außer Melanies krankhafte Eifersucht. Die Scheidung verlief ziemlich schnell und skandalös. Die Eheleute teilten ihren Besitz aktiv auf, sie verkauften ihre Villa in Los Angeles für 60 Millionen und teilten den Gewinn. Die Einnahmen aus den Projekten, die sie während ihres gemeinsamen Lebens hatten, wurden mitgerechnet. Am Ende erhielt Melanie ein Haus in Aspen und Picassos, das Mädchen und der Künstler, und Banderas eine Bleistiftzeichnung desselben Meisters sowie eine Bleistiftskizze des Künstlers Diego Rivera.
Darüber hinaus verpflichtete sich der Schauspieler Griffith jährlich $780.000 Ehegattungsunterhalt zu zahlen. Seit seiner Scheidung wird dem Schauspieler eine Vielzahl von Beziehungen zugeschrieben. Mit Sharon Stone zum Beispiel. Jetzt ist er mit der holländischen Finanziererin Nicole Campbell zusammen, die Ordnung und Gemessenheit in Antonios Leben bringt. In den folgenden Jahren spielte Antonio in vielen Filmen mit. Er spielte die Hauptrolle in dem Actionfilm Automata und im biografischen Drama The 33. Außerdem spielte er in dem Melodrama Knight of Cups, in dem spanischen Drama Altamira, in dem Thriller Black Butterfly und in dem Actionfilm Security. 2015 begann Medeiros, sich für Mode zu interessieren und schrieb sich an der berühmten britischen Hochschule Central St. Martins ein. Laut dem Geständnis des Schauspielers war es schon lange sein Traum gewesen. 2016 arbeitete er übrigens mit der Marke Selected zusammen. Der Schauspieler fungierte als Designer der Herrenkollektion. 2017 spielte er in den Filmen Bullet Head, Acts of Vengeance und der Serie Genius mit, über den legendären Pablo Picasso. Für seine Leistung in dieser Rolle wurde Antonio für einen Emmy und einen Golden Globe nominiert. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten zu der Serie erlitt der Schauspieler einen Herzinfarkt. Alles wurde gut überstanden, aber Antonio überdachte ernsthaft seinen Lebensstil, gab schlechte Angewohnheiten auf, begann häufiger Sport zu treiben und seine Gesundheit zu überwachen. 2018 spielte Antonio die Hauptrolle in dem Melodrama Life Itself. Im Jahr darauf ist er in dem Film The Laundromat zu sehen. Außerdem arbeitet er wieder mit Pedro Almodovar bei den Dreharbeiten von Pain and Glory zusammen. Dieses Werk brachte Banderas übrigens seine lang ersehene erste Oscar-Nominierung sowie eine Golden Globe-Nominierung ein. 2020 nahm der Schauspieler an den Dreharbeiten zu dem Film Doolittle teil. I never understood what Lily saw in you. A common complaint the world over for fathers of beloved daughters, but in this instance I think we can all agree it is particularly accurate. Heutzutage spielt der Schauspieler wieder weiter im Film, wie zum Beispiel in der Komödie-Drama Official Competition, was gerade gedreht wurde. Die Hauptdarsteller sind Antonio Banderas und Penelope Cruz. Im Juni 2021 wurde der Film The Hitman's Wife's Bodyguard veröffentlicht. Am Anfang 2022 feierte man die Premiere des Action-Abenteuerfilms Uncharted mit Tom Holland und Mark Wahlberg und Antonio Banderas. Und im selben Jahr kam der Animationsfilm Puss in Boots. Ebenfalls wurde angekündigt der biografische Film DALL-E und der Science-Fiction-Thriller Solo. In beiden Filmen hat der Schauspieler eine Hauptrolle. Jetzt beträgt das Vermögen von Antonio Banderas $50 Millionen. Neben den Dreharbeiten hat Banderas immer wieder als Gesicht von Werbemarken fungiert, darunter Orbit. Das witzige Video, in dem der Schauspieler einen Dialog mit einem Donut führt, kam beim Publikum sehr gut an. Außerdem spielt er die Hauptrolle in der Werbung für Policebrillen. Außerdem wurde Antonio Banderas und Olga Kurylenko die Gesichter der Werbekampagne für das neue Parfüm Secret Temptation der Parfümmarke Banderas. Im Allgemeinen ist Banderas aktiv im Geschäft tätig. Seit 1997 bringt er seine Parfümmarke Antonio Banderas heraus. Es sind bereits 22 Düfte auf dem Markt, 13 für Männer und 9 für Frauen. Antonio besucht persönlich Parfümeure und lernt von ihnen die Kunst der Kreation neuer Düfte kennen. Darüber hinaus besitzt der Schauspieler seit 2009 ein Weingut in Spanien. Ihm gehören 50% des Weinguts Anta Banderas in Villalba del Buduero, das ursprünglich Anta Bodegas hieß. Und bis zu 1,5 Millionen Flaschen Wein pro Jahr produziert, sowie Olivenöl. Banderas hatte sich zuvor als Restaurantbesitzer in Posada de Antonio versucht, gab das Geschäft dann aber auf. Außerdem besaß er 2010 das MotoGP-Team Jack & Jones bei Antonio Banderas, das in der Moto2-Klasse auftrat. Banderas unterstützt heute den Fußballclub Malaga und die spanische Sozialistische Arbeiterpartei. Der Schauspieler engagiert sich auch für wohltätige Zwecke und ist UN-Goodwill-Botschafter. Im Jahr 2019 eröffnete er in seiner Heimatstadt ein neues Theater mit Platz für 800 Personen. Antonio Banderas besitzt auch verschiedene Immobilien. Während seiner Ehe mit Melanie Griffith besaß er eine Villa im gehobenen historischen Viertel Hancock Park in Los Angeles. Ursprünglich erwarb er die Villa 1999 für $4,2 Millionen. Danach kaufte er sich das angrenzende Grundstück für $1,3 Millionen und baute es in das Anwesen an.
Das Innere der Villa des Stars ist im klassischen Stil gehalten. Während der Scheidung wurde das Anwesen zum Verkauf angeboten und nur 10 Tage später für 60 Millionen Dollar verkauft. Das Anwesen in Aspen ging nach der Scheidung an Melanie Griffin. Das in den Bergen eingebettete Haus ist voller Licht und Gemütlichkeit. Große Panoramafenster, viel Holz und dekorative Details machen die Räume lebendig und gemütlich. Das Ex-Ehepaar wollte das Haus zunächst für 10 Millionen Dollar verkaufen, vermietete das dann und bekam am Ende nur 4 Millionen Dollar. Während des Scheidungsverfahrens kaufte Antonia Griffiths Anteil an ihrer New Yorker Wohnung für 4 Millionen Dollar. Die elegant eingerichtete Wohnung befindet sich in einem Prestigebau. Im Jahr 2018 bot der Schauspieler die Wohnung zum Verkauf an und verlangte 8 Millionen Dollar dafür. 2014 wurde berichtet, dass der Schauspieler ein Penthouse in Malaga gekauft hatte. Allein in der Umgebung von Malaga, Torremolinos und Benal Madene sollte der Schauspieler 7 Häuser und 14 Immobilienobjekte, darunter ein Barrestaurant am Hafen, gekauft haben. Es ist bekannt, dass die Behörden Banderas im Jahr 2008 gezwungen hatten, einen Teil des Anwesens mit dem Namen Siegel in Marbel abzureißen, da das Haus von den früheren Eigentümern ohne Genehmigung gebaut wurde. Der Schauspieler hat einen Rechtsstreit angestrengt. Jetzt lebt Banderas in England in einem Herrenhaus in der Grafschaft Surrey. Der neue Kauf kostete ihm 3,1 Millionen Euro. Das Haus hat riesige Fenster und Deckenbalken, es ist lichtdurchleuchtet und der Schauspieler liebt diesen Ort einfach. Er fährt sogar mit dem Fahrrad in den Wald und durch die Nachbarschaft. Neben seinem Fahrrad besitzt Banderas übrigens auch einen Bentley Continental Supersport, einen Porsche 911 Cabriolet, einen Audi A7 und sogar einen Privatjet. Was glauben Sie, hat Antonio Banderas so erfolgreich gemacht? Wie lebt Catherine Zeta-Jones und wie viel verdient sie? Catherine Zeta-Jones wurde am 25. September 1969 in Wales geboren. Interessanterweise ist Zeta kein Teil des Familiennamens, sondern war ursprünglich der zweite Vorname des Mädchens, der zu Ehren ihrer Großmutter mütterlicherseits vergeben wurde. Einer Familienlegende zufolge kam die Mutter dieser Großmutter mit einem Schiff namens Zeta aus Irland ins Vereinigte Königreich und benannte ihre Tochter nach diesem Schiff. Als das Mädchen ihre Schauspielerkarriere begann, beschloss sie, ihren zweiten Vornamen in ihren Künstlernamen einzubauen, um dadurch sich kenntlich zu machen. Ihr Vater David James Jones, geborener Waliser, arbeitete in einem Süßwarengeschäft als Bäcker und Kassierer, um seine große Familie zu ernähren. Neben der kleinen Catherine wuchsen noch zwei weitere Söhne auf. Sie lebten in ärmlichen Verhältnissen und wohnten in einem bescheidenen Viertel der englischen Küstenstadt Swansea. Ihre Mutter Patricia konnte nähen, was ihnen half, über die Runden zu kommen. Erst in den 80er Jahren kam die Familie plötzlich zum Reichtum. Die Eltern kauften einen Lottoschein, das ihnen 100.000 Pfund einbrachte. Damit konnten sie nicht nur eine eigene Bäckerei und ein großes Haus in einer schönen Gegend von Swansea kaufen, sondern auch das Tanzstudio, von dem sie für ihre Tochter träumte. Es muss gesagt werden, dass sich außer Catherine niemand in der Familie für Kunst interessierte. Und als sie noch sehr jung war, stand sie wegen einer Krankheit am Rande des Todes. So zogen die Eltern sie wie eine echte Prinzessin groß und gaben ihr die ganze Aufmerksamkeit. Eine kleine Narbe an ihrem Hals stammt von einer Luftröhrenoperation, dank der sie am Leben geblieben ist. Das Mädchen war jedoch nicht verwöhnt, sondern beeindruckte ihre Umgebung durch ihre Disziplin. Schon mit 4 Jahren tanzte Catherine auf Partys und sang im Chor der örtlichen Kirche, wo ihr jeder, der sie sah, eine große schauspielerische Zukunft voraussagte. Seit ihrem 7. Lebensjahr begann sie mit voller Hingabe zu tanzen und legte einen festen Zeitplan für die ganze Woche fest. 3 Jahre später stand Jones bereits auf der Bühne des Stadttheaters und 4 Jahre später gelang es ihr, eine Rolle in der Produktion von The Pajamas Game zu erhalten. Dies war ihre erste ernsthafte Arbeit. Nach dem Ende der Tournee machte die junge Schauspielerin vorzeitig ihren Schulabschluss und ging nach London. Dort stürmte sie alle möglichen Castings und ließ keine Gelegenheit aus, um den Weg auf die große Leinwand zu bahnen. Während dieser Zeit hatte sie eine stürmische Romanze mit dem berühmten Fernsehmoderator John Leslie. Catherine fühlte sich so sehr zu dem charmanten Schotten hingezogen, dass sie vorhatte, ihr Leben mit ihm zu teilen. Doch leider war sein Charakter zu schwer. Der zukünftige Star litt unter Eifersuchtsanfällen seines Partners, die schließlich zum Abbruch der Beziehung führten. Was die Arbeit angeht, gelang Catherine zunächst nicht so viel. Sie wurde nur für die zweite Besetzung des Musicals 42nd Street ausgewählt.
1990 wurde sie erfolgreicher, als ihr die Rolle der Scheherazade in dem Film 1001 Nights anvertraut wurde. Die junge, talentierte Schönheit machte sofort auf sich aufmerksam und ein Jahr später spielte sie in der Fernsehserie The Darling Parts of May. Kritiker und das britische Publikum waren begeistert und schon bald machte sich Catherine auf, Hollywood zu erobern. Sie bekam sofort die Chance, in einer Episode der Fernsehserie von George Lucas, The Young Indiana Jones Chronicles, mitzuspielen, was ihr als Sprungbrett in die komplizierte Welt der Traumfabrik diente. Die Legende sagt, dass sie ihre Tänzerin Maya Steven Spielberg so beeindruckte, dass er sie für die Rolle der Geliebten von Zora empfahl. Die zweite Version besagt, dass Spielberg die Schauspielerin in der Miniserie Titanic, die 1996 herauskam, sah und sie ihm sofort gefiel. In der Zwischenzeit spielte Catherine in einiger Reihe von Fernsehserien, darunter Christopher Columbus The Discovery, Splitting Hairs, The Return of the Native und Catherine the Great, sowie die Miniserie Cinderpath. Später folgte eine Komödie-Drama Blue Juice und ein Science-Fiction-Action-Film The Phantom, der jedoch keinen besonderen Erfolg beim Publikum gewann. Im gleichen Zeitraum wurde die Schauspielerin die Rolle der Trinity in dem Kultfilm The Matrix angeboten, die sie jedoch ablehnte. Es ist bekannt, dass sie Mitte der 90er Jahre mit dem schottischen Schauspieler Angus McBurdian zusammen war. Sie waren sogar verlobt, aber alles endete vor der Hochzeit. 1998 kam der Heldenfilm The Mask of Zorro erfolgreich auf die Leinwand. Auch bei den Dreharbeiten ging es heißer her und es gab viele interessante Details und Ereignisse. Die Rolle der Helena hätte Penelope Cruz, die schwedische Schauspielerin Isabelle Scorpio und die heiße Sängerin Shakira erhalten können. Aber es war Catherine, die Glück hatte. Um perfekt in das Bild zu passen, begann die Schauspielerin wie immer mit großer Hingabe zu trainieren und lernte Reiten, Fechten, Tanzen und auch Spanisch. Im Letzten war sie sogar sehr überzeugend. So sehr, dass Leute, die ihre Herkunft nicht erkannten, schwören konnten, dass sie echte Spanierin war. Der Film war ein durchschlagender Erfolg, spielte bei einem Budget von 95 Millionen Dollar 250 Millionen Dollar in den Kinokassen ein und wurde für 2 Oscars und Golden Globe nominiert. Would you care to try something more robust? Or do you feel unequal to the task? No, on the contrary, Don Alejandro. I think only of your distaste for perspiration. Im selben Jahr gab es noch ein weiteres kleines Ereignis, das das weitere Leben von Zeta Jones beeinflusste. Die Schauspielerin hat einen beeindruckenden Eindruck auf Hollywood-Titan Michael Douglas gemacht. So stark, dass er sich sofort zur Mutter seiner Kinder machen wollte. Also suchte er bei der ersten Gelegenheit nach einem Treffen mit ihr. Das erste Gespräch fand während eines Festivals in Frankreich statt, machte allerdings keinen richtig großen Eindruck auf die Schauspielerin. Der erfahrene Verführer Douglas trampfte sofort auf und legte ihr seine Pläne dar, worüber Catherine nur lachen konnte. Doch aufzugeben habe er der Schauspieler nicht vor. Er überschüttete sie mit Geschenken und Blumen. Und Catherine selbst bemerkte nicht, wie sie anfing, stundenlang mit ihm zu telefonieren. Und auch davon träumte, mit ihm Filme anzusehen und leckere Abendessen zu kochen. Von diesem Moment an verwandelte sich wohl das hartnäckige Werben in eine klassische Romanze. 1999 trat Catherine in The Haunting und Entrapment auf. Letzterer wird als einer der besten Kriminalfilme bezeichnet, der eine echte Sensation war. Die männliche Hauptrolle wurde von Sean Connery gespielt, der einen imposanten Dieb verkörperte. Jones stand ihrem legendären Partner in nicht nach und legte sich am Set zu 100% ins Zeug. So führte sie selbst einen gefährlichen Stunt aus, indem sie von einem Deckelbalken auf den Tisch sprang und dabei einen Rückwärtssalto machte. Der Film spielte 212 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und kam bei dem Publikum sehr gut an. Den Fans ist besonders eine Szene aufgefallen, in der Catherine durch ein Lasergitter läuft und dabei ihre Plastizität und Grazie zeigt. Bemerkenswert sind auch die Szenen, in denen Connerys Figur die Helden zum Verhör aufsucht. Die Schönheit liegt unter einem einzigen Laken und wir wissen ja, dass sie zu diesem Zeitpunkt tatsächlich völlig nackt ist. I called you at 4:30 this morning. I was home in bed. You didn't pick up. I didn't want to pick up. You had company. He came in the window. How romantic. I think that's how he got in. Das Jahr 2000 war bedeutsam für Catherine und Michael, da sie erfuhren, dass sie Eltern werden. Am Silvesterabend 2000 machte er seiner Geliebten einen Heiratsantrag und schenkte ihr einen antiken Ring im Wert von 1 Million Dollar. Der reinste Diamant von 10 Karat und Michaels leidenschaftlicher Wunsch, seine Geliebte so schnell wie möglich zu heiraten, überschattete jedoch etwas anderes. Und zwar, dass der Schauspieler rechtlich noch verheiratet war.
Um das Problem zu lösen, musste der Bräutigam seiner Ex eine saftige Abfindung von 45 Millionen Dollar zahlen. Anderen Quellen zufolge sogar 60 Millionen Dollar. Im August bekam das Ehepaar Douglas einen Sohn, den sie Dylan nannten. Und im November desselben Jahres fand ihre verschwenderische Hochzeit im Wert von 1,5 Millionen Dollar statt. Sie fand im Plaza Hotel in New York statt. Und das Kleid der Braut kostete 250.000 Dollar. Prominente Gäste, darunter Tom Hanks, Brad Pitt, Sharon Stone, Steven Spielberg und Jennifer Aniston, amüsierten sich und gratulierten dem jungen Paar. Da Catherine und Michael verstanden, wie absurd es war, sich an diesem Tag von der Presse zu verstecken, griffen sie zu einer Liste und verkauften die Rechte für die Berichterstattung über das Ereignis an das britische Magazin OK. Und das Interesse war richtig groß, wegen des großen Altersunterschieds. Interessanterweise wurden die beiden am selben Tag geboren, im Abstand von 25 Jahren. Nur wenige glauben, dass aus dieser Affäre etwas werden könnte. Aber wie das Leben gezeigt hat, ist die Ehe der beiden Stars bemerkenswert stark. Obwohl sie viel durchgemacht haben. Catherine selbst nennt als Geheimnisse einer erfolgreichen Ehe Sinn für Humor und Respekt. Obwohl der Ehevertrag, auf den die Schauspielerin bestanden hatte, bevor sie das Ja sagte, auch nicht die geringste Rolle spielte. Demnach ist Michael im Falle eines Ehebruchs verpflichtet, seiner Frau für jedes Jahr des Zusammenlebens einen angemessenen Betrag zu zahlen. Die genaue Summe ist leider nicht bekannt, aber die Spanne liegt zwischen 1 und 3 Millionen Dollar. Im selben Jahr 2000 kam das Musical High Fidelity und der Thriller Traffic auf die Leinwand, in dem der Star mitspielte, als sie mit ihrem Sohn schwanger war. Für diese Arbeit erhielt Catherine eine Gage von 3 Millionen Dollar und eine Nominierung für den Golden Globe. I'm European. I say that to my doctor. I'm European. I'm allowed to drink red wine. Mm-hmm. Oh, my doctor said it was fine when I was pregnant. A glass a week. After a my week. Amnio, after mm-hmm. my amnio, he said, okay, now you can go and have a glass of red wine. Mm-hmm. You're like, I had it. Two. Im Jahr 2001 nahm Zeta Jones an den Dreharbeiten zu dem Film America's Sweethearts teil. Catherines Gehälter wuchsen zu dieser Zeit schnell und beliefen sich auf 5 Millionen Dollar. Aber der eigentliche Triumph für Catherine war die Verfilmung des Broadway-Musicals Chicago. Es ist bemerkenswert, dass die Handlung des Dramas auf wahren Begebenheiten basiert, die sich in den Vereinigten Staaten zu Beginn des 20. Jahrhunderts zugetragen hatte. 1994 versuchte Miramax zum ersten Mal die Geschichte auf die Leinwand zu bringen. Davor wurden die Rechte an die Produktion von Regisseur Rob Boss erworben. Er wollte, dass Liza Minnelli, Goldie Hawn und Frank Sinatra die Hauptrollen übernehmen. Aber das Projekt wurde aufgrund von Foss Todds aufgegeben. Der Regisseur des Films von 2002, Rob Marshall, zog Charlize Theron, Madonna, Angelina Jolie und Britney Spears für die weiblichen Rollen in Betracht. Und das ist noch nicht die ganze Liste. Als es um Zeta Jones ging, wurde ihr sofort die Rolle der Roxy Hart angeboten. Aber die Schauspielerin hat sich buchstäblich an Wilma Kelly angehängt. Sie liebte den Song All the Jazz so sehr, dass sie bereit war, sowohl die Hauptrolle als auch die üppige Locken zu opfern, die sie zu einem Bob mit perfekt geradem Pony kürzen ließ. Sie tat dies absichtlich, damit die langen Haaren, die ihr ins Gesicht fielen, die Zuschauer nicht daran zweifeln ließen, dass sie alleine alle Tanznummern im Film zauführte. Damals sagte die Schauspielerin übrigens, dass die Arbeit an dem Musical fast so schmerzhaft und gleichzeitig aufregend war, wie ein Baby zu bekommen. No, I danced in the chorus. Oh, well, that was before I met my husband, Amos. Look, honey, you want some advice? Here it is, direct from me to you. Keep your paws off my underwear, okay? Ihre Rolle wurde nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von den Fachleuten geliebt. Die Schauspielerin erhielt für die Rolle eine Gage von 8 Millionen Dollar, eine Nominierung für den Golden Globe Award und gewann auch einen Oscar. Zur Verleihung kam die Schönheit in einem schönen schwarzen Kleid, das ihren Babybauch nicht verbarg. Die Zeremonie fand am Vorabend der zweiten Geburt statt. Das Paar bekam 2003 ihre Tochter Caris. Im selben Jahr wurden zwei weitere Werke mit Zeta Jones veröffentlicht. Es handelt sich um den Animationsfilm Sinbad – Legend of the Seven Seas, in dem sie einer der Heldinnen ihre Stimme gab, und die romantische Komödie Intolerable Cruelty. 2004 wirkte sie an den kultigen Film The Terminal und Ocean 12 mit. The French police think he's better than Lamarck. Well, he is French. Let me give you some advice. Find out how you offended him. Apologize. Beg for mercy. Im darauffolgenden Jahr kam die Fortsetzung eines bekannten Films in die Kinos. Für The Legend of Zorro erhielt Catherine 10 Millionen Dollar.
Aber insgesamt machte der Film einen seltsamen Eindruck. Er hielt negative Kritiken, obwohl er an den Kinokassen 142 Millionen Dollar einspielte. I cannot believe it. I cannot believe I fell for it. Husband promises to quit, gullible wife believes him. How could I be so stupid? 2007 kamen zwei weitere Filme. Das Drama Death Defining Act und das Melodram No Reservations. In der Tat ist dies ein Remake des deutschen Films Mostly Murder, das der nicht sehr berühmte Regisseur Scott Hicks adaptiert hatte, aber zum Meisterwerk wurde es leider nicht. Obwohl die Schauspielerin sich sehr bemühte und sogar verdeckt als Kellnerin in einem italienischen Restaurant arbeitete, dessen Besucher sich über die Ähnlichkeit einer Angestellten mit einer Berühmtheit wunderten. Nick is an excellent. I know nothing about him. I have no idea what me some credit. He was a sous chef at Il Treviso. Italian? You bring a sous chef from an Italian restaurant and I'm the one in therapy? Dann kam ein weiterer interessanter Film auf die Leinwand, The Rebound, der in New York, Istanbul und Paris gedreht wurde. Die harte Arbeit und das Gebären von Kindern kamen der Schauspielerin teuer zu stehen und schon bald zeigte Catherine Symptome einer bipolaren, affektiven Störung. Diese Störung ist durch abwechselnde Phasen erhöhter Aktivität und Depression gekennzeichnet und überschatten ihr Leben sehr stark. Ihr prominenter Ehemann begann sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen, doch dann kam wie ein Blitz aus weiterem Himmel die Nachricht von seiner eigenen Krankheit. Im Jahr 2010 diagnostizierten die Ärzte bei Michael den gefürchteten Kehlkopfkrebs. All dies geschah vor dem Hintergrund der Verhaftung von Douglas' ersten Sohn Cameron, der wegen Drogenhandels angeklagt und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Da stellte sich Catherine sofort um und setzte alles daran, ihrem geliebten Ehemann zu helfen. Ein Jahr später gab Michael Douglas öffentlich bekannt, dass er den Krebs besiegt hatte und wieder auf die Leinwand zurückkehre. Auch Catherine stürzte sich wieder auf die Leinwand zurück. In 2 Jahren schaffte sie es, in 6 Filmen durchzustarten. Lady Favorite, Rock of Ages, Playing for Keeps, Broken City, Side Effect und Red 2. How are things? Yeah, Frank, how are things? Sarah? This is Katja. Yeah, hi. I need to speak to you. Und da kam die Krankheit der Schauspielerin mit neuer Kraft in ihr und Michaels Leben zurück. Diesmal versagten Douglas' Nerven. Er sagte, dass er aufgrund der Depression, an denen seine Frau litt, unmöglich sei, mit ihr zusammenzuleben, woraufhin das Paar die Trennung und die Scheidung bekannt gab. Michael deutete auch an, dass seine Frau aufgrund ihres Zustands alkoholabhängig wurde. 3 Monate später kam das Paar jedoch wieder zusammen. Wie bekannt wurde, unterzog sich Dieter Jones einer intensiven Therapie und es ging ihr tatsächlich besser. Sie spielte weiter und zu ihren Werken aus dieser Zeit gehörten die Serie Queen America, Feud und Prodigal Son, sowie die Filme Dad's Army und Cocaine Godmother. Im Jahr 2022 hatte Catherine einen neuen großen Durchbruch. Die Serie Wednesday von Netflix, die ein weltweiter Hit wurde, gab der Schauspielerin die Rolle der gotischen Morticia Adams, Mutter eines ungewöhnlichen und trotzigen Mädchens. I'm told girls your age say hurtful things. I shouldn't take it to heart. Fortunately, you don't have one. Finally, a kind word for your mother. Fans und Kritiker, die zunächst am Erfolg dieser Besetzung zweifelten, waren sich schließlich einig, dass die Leistung der Schauspielerin lobenswert war. Besonders gelobt wurde die Zusammenarbeit von Catherine mit dem puerto-ricanischen Schauspieler Luis Guzmán, der ihren Ehemann in der Serie spielte. Trotz einer erheblichen Arbeitspause und der überstandenen Probleme bleibt Catherine in guter Form. Jetzt können die Zuschauer sie in der Disney-Serie National Treasure: Edge of History sehen. Man muss zugeben, dass die Arbeitsfähigkeit der Schauspielerin immer großzügig gelobt wurde. Heute ist Catherine Zeta-Jones, einst ein armes Mädchen aus dem Vorort von Swansea, eine sehr reiche Frau. Ihr Vermögen wird auf 150 Millionen Dollar geschätzt. Und dieses Einkommen stammt nicht nur von ihren Filmrollen. Es ist auch bekannt, dass 1 Sekunde Werbezeit der Schauspielerin etwa 4.000 Euro wert ist. Im Laufe der Jahre trat sie in Werbespots für solche Firmen wie Elizabeth Arden und das Visa-Zahlungssystem auf und auch in Alfa Romeo-Werbung. Ein 2-jähriger Vertrag mit T-Mobile brachte der Schauspielerin 20 Millionen Dollar ein. Und 2019 wurde sie in einer Werbekampagne von Fendi gesehen, in dem auch ihre Tochter auftrat. Vor einigen Jahren brachte Zeta-Jones in Zusammenarbeit mit Butterfly Twist, einer Marke, die für ihre umweltfreundliche Produktionseinsatz bekannt ist, ihre eigene Schuhkollektion auf den Markt. Neben ihrer Schuhkollektion produziert sie auch Kosmetika, Sportbekleidung und Hauswaren mit der Marke Casa Zeta-Jones.
Im Laufe der Ehe haben Jones und Douglas eine große Sammlung von Immobilien. Das Starpaar besitzt eine geräumige Wohnung in New York City mit Blick auf den Central Park, die sie kürzlich zu verkaufen beschlossen. Der Preis war ursprünglich 21,5 Millionen Dollar angesetzt, aber Anfang 2022 beschloss das Ehepaar, den Preis auf 19,5 Millionen Dollar zu senken. Potenzielle Käufer erhält ein luxuriöses Penthouse mit 4 Schlafzimmern, einem geräumigen Wohnzimmer und Kleiderschrank, der im klassischen Stil eingerichtet ist. Offenbar wollte die Familie im Jahr 2019 ihr Anwesen wechseln. Sie verkauften 5 Hektar Land in Westchester County, New York, das sie 2015 für 11 Millionen Dollar gekauft hatten, und dann haben sie das Doppelte verdient. Im selben Jahr kauften sie ein Haus für 4,5 Millionen Dollar. Ebenfalls 2019 wurde eine Villa im englischen Stil auf den Muirs für 10,6 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Aber der Verkauf scheiterte schließlich und das Grundstück wurde von der Auktion zurückgezogen. Catherine und Michael verbrachten nach der Hochzeit viel Zeit in diesem Haus, sodass ihre Kinder zunächst keine Ahnung hatten, dass sie in einer Hollywood-Promi-Familie aufwuchsen. Das Paar besitzt auch umgehend von üppigem Grün eine schneeweiße Villa auf dem spanischen Insel Mallorca, die schon im 19. Jahrhundert den europäischen Hochadel hinzog. Das Haus hat 10 Schlafzimmer, ist liebevoll, geschmacksvoll und mit dezentem Luxus eingerichtet. Viele der Einrichtungsgegenstände und Dekorationen wurden unter Mitwirkung der Eigentümer ausgewählt. Das Haus ist recht groß und hat eine Gesamtfläche von etwa 10.000 Quadratmetern. Es gibt ein formelles Esszimmer und mehrere Wohnzimmer, die mit Antiquitäten dekoriert sind, für die Douglas eine große Leidenschaft hat. Das Anwesen hat einen geschätzten Wert von 33 Millionen Dollar. Aber da die Miteigentümerin des Anwesens Michaels Ex-Frau ist, kann es leider nicht verkauft werden. Die Hollywood-Diva besitzt einen schwarzen Lexus SUV im Wert von 130.000 Dollar, den sie täglich fährt. Und einmal wurde Douglas und Zeta Jones bei einer Fahrt durch Wales in einem gebrauchten Jaguar gesehen. Wie es sich später herausstellte, kam das Paar in die Heimatstadt der Schauspielerin, um an einem Golfturnier teilzunehmen. Catherine Zeta-Jones ist eine Frau, die nicht nur durch ihre Schönheit, sondern auch durch ihre erstaunliche Zielstrebigkeit beeindruckt. Egal was passiert, sie lässt nicht nach und stellt sich jeder Situation mutig und herausfordernd. Sie hat keine Angst vor Experimenten und Herausforderungen. Demnächst wird sie in dem Musical Cleo zu sehen sein, in dem sie die femme fatale ägyptische Königin Kleopatra spielen wird. Und welcher ist ihr Lieblingsfilm mit dieser Schauspielerin? Thank you. I had a wonderful time. Unfortunate that it has to end. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken und bitte followt den Kanal, um nichts Interessantes zu verpassen.